Bitte. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu unserer Enquete. Die hat eine kleine Vorgeschichte. Die Bemühungen um ein Berufsgesetz für die soziale Arbeit in Österreich haben vor circa 2 Jahrzehnten eingesetzt. Sie wurden vor allem vom OBDS getragen. Bisher sind alle Bemühungen an den politischen Gegebenheiten gescheitert. In diesen 2 Jahrzehnten hat sich ziemlich viel getan. Die Ausbildung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wanderte an die Fachhochschulen. Die Praxisfelder haben sich schnell ausgeweitet. Der Beschäftigtenstand im Sektor ist kontinuierlich und zügig gestiegen. Sie sehen hier die deutschen Zahlen. In Österreich stellt sich das ähnlich dar. Der Sektor, den wir heute als soziale Arbeit bezeichnen, umfasst ein sehr großes Feld, in dem viele Personen unterschiedlicher Berufsgruppen bzw. auch viele Personen mit unkonventionellen Bildungskarrieren tätig sind. Die Zahl der Studienplätze an den Bachelorstudiengängen Soziale Arbeit ist ebenfalls seit deren Einführung deutlich gestiegen, bleibt jedoch noch weit unter dem vergleichbarer Länder. Vor circa 5 Jahren, wenn ich das richtig rekonstruiert habe, gab es einen neuerlichen Anlauf in Richtung Berufsgesetz mit einem modifizierten Entwurf. 2011 wurde an der FH Campus Wien eine Podiumsdiskussion veranstaltet, der dieser Gesetzesentwurf, damalige Gesetzesentwurf zugrunde lag. Neben eindeutigen Befürworterinnen und Befürwortern meldeten sich dort bereits skeptische Stimmen zu Wort. Eine Detailkritik, die Neustart formuliert hat, findet sie übrigens beim Googlen relativ weit oben, wenn man nach Berufsgesetz Österreich sucht. Auch die damalige Initiative kam nicht recht vom Fleck. Im Vorjahr wurde nun in Wien eine Initiative auf Landesebene gestartet. Die Wiener Gemeindebedienstetengewerkschaft machte sich auch dafür stark. Der Gesetzesentwurf schloss neu auch die Sozialpädagogik ein und klassifizierte die Absolventinnen von Masterstudiengängen Soziale Arbeit als Sozialarbeitswissenschaftlerinnen. Es lag ein Entwurf vor, der aus unserer Sicht viel Macht in einem im Kern sozialpartnerschaftlich zusammengesetzten Gremium konzentriert. Und dieses soll, das trifft die Hochschulen besonders, unter anderem für die Anerkennung von Ausbildungsgängen zuständig sein. Eine Gruppe von Dozentinnen und Dozenten unserer Hochschule verfasste eine umfassende Kritik dieses im Vorjahr vorliegenden Entwurfs und verlangte eine breite Diskussion, in die auch andere von einem Berufsgesetz, soziale Arbeit Betroffene einbezogen werden sollten. Wir haben diese Kritik weitergegeben, aber nicht veröffentlicht. Wir wollten einen offenen und öffentlich ausgetragenen Konflikt vorerst vermeiden. Sie haben dieses Statement als Handout erhalten. Die Fachbereichskonferenz Soziale Arbeit, das Gremium der Studiengänge Soziale Arbeit an österreichischen Hochschulen, hat sich ebenfalls mit dem Entwurf beschäftigt. Wie gesagt, die Hochschulen wären insofern massiv betroffen, als sie Änderungen in den Curricula künftig nicht nur von der AQA, also der österreichischen Akkreditierungsagentur, genehmigen lassen müssten, sondern auch vom im Entwurf angedachten Sozialarbeitsbeirat. Wir haben der Fachbereichskonferenz, also wir als Hochschule, haben der Fachbereichskonferenz versprochen, eine Enquete zum Thema zu organisieren. Wir lösen dieses Versprechen nun ein. Von der Arbeitsgruppe, die in Wien daran arbeitet, gab es leider keine detaillierte Information der Fachöffentlichkeit zu den geplanten Vorhaben. Seither, es gab einen Artikel in einem fraktionellen Gewerkschaftsblatt der Gemeinde Wien und im März eine gemeinsame Presseerklärung von Rot-Grün, dass das Gesetz auf dem Weg sei. Informationen über den Entwurf allerdings gab es nicht. Der letzte zugängliche Entwurf, das ist immer noch der von vor einem Jahr,
ist jener mit unseres Erachtens gravierenden, ja fatalen Mängeln. Leider gab es keine Einladung zu einer Diskussion und keine Transparenz. Angeblich unterscheide sich der aktuell diskutierte Entwurf wesentlich vom alten. Wir haben uns bemüht, im Vorfeld dieser Enquete eine aktuelle Fassung zu bekommen. Das war leider nicht möglich. Wir müssen also heute zum einen auf einer grundsätzlichen Ebene diskutieren, zum anderen auf der Basis des Entwurfsstandes von vor einem Jahr. Das ist nicht erfreulich. Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, diese Enquete zu veranstalten. Als Hochschule fühlen wir uns dem Diskurs verpflichtet und sind bereit, ihn in unserem Rahmen zu organisieren. Betroffen vom angestrebten Gesetz sind nicht nur Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sondern auch die zahlreichen anderen Fachkräfte im Sektor. Betroffen ist die Sozialwirtschaft, sind die Lehre, die Forschung und Entwicklung. Und zumal mit gesetzlichen Regelungen Machtverhältnisse geschaffen und langfristig festgeschrieben werden, ist unseres Erachtens eine informierte, demokratische Diskussion nötig, die übrigens auch den Grundsätzen der sozialen Arbeit entsprechen würde. Der Berufsverband der Sozialarbeiterinnen ist dabei eine Stimme, die gehört werden soll, aber keineswegs die einzige und ist unseres Erachtens ebenso wenig wie wir befugt, allein für das Feld oder die Profession zu sprechen oder wie es die Österreichische Gesellschaft für soziale Arbeit wäre oder wie allein ein Verein nicht für die Sozialpädagogik sprechen könnte. Es sind viele Stimmen, die zu hören sind. Die Landschaft ist reich und vielfältig geworden und das ist gut so. Zum Abschluss einige Fragen, die durch die bisher bekannten Entwürfe zu einem Berufsgesetz aufgeworfen werden und die zu bedenken und oder zu diskutieren, ich vorschlage. Ist es sinnvoll für die Entwicklung der Profession, wenn sie sich gegenüber den anderen im Sozialwesen tätigen Personen und Berufen abgrenzt, hervorhebt und durch ein Gesetz auf dem derzeitigen Niveau festschreibt? Insbesondere gilt diese Frage für die Sozialpädagogik, deren offizielle Ausbildungsgänge in Österreich internationalem Niveau derzeit nicht entsprechen. Wollen wir wirklich, dass ein beim Bundeskanzleramt angesiedelter Beirat, bestehend aus Vertreterinnen des Bundeskanzleramtes und des Wissenschaftsministeriums, vierer Vertreterinnen sozialpartnerschaftlicher Organisationen, drei des Berufsverbands, zwei der Hochschulen und je einem der Universitätenkonferenz und der Österreichischen Gesellschaft für soziale Arbeit, dass der weitgehende Befugnisse über den Beruf, seine Standards für die Anerkennung von Ausbildungsgängen etc. erhält? Wem dient die Festschreibung der Berufsfelder in einem sich dynamisch entwickelnden Feld und wenn, wie könnte man sie festschreiben, dass die Entwicklung, dynamische Entwicklung dadurch nicht behindert wird? Das angestrebte Ziel der Qualitätssicherung sozialer Dienstleistungen, ist es dadurch erreichbar, dass sich eine Berufsgruppe heraushebt, auch wenn es meine Berufsgruppe ist? Welche Regelung von Verschwiegenheit braucht die soziale Arbeit? Ist das Muster der Psychotherapie angemessen für eine Profession, die sozialem Wandel und dem vielseitigen Aushandeln verpflichtet ist, im Kleinen wie im Großen? Welche Mitsprachemöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer werden durch ein Gesetz erreicht? Und wie können professionelle Standards ein größeres Gewicht erhalten? Oder werden nur Personen geschützt, die einen bestimmten Ausbildungsgang absolviert haben? Ich wünsche uns allen eine offene und sachbezogene Diskussion und ich wünsche der sozialen Arbeit, dass sie sich dynamisch entsprechend der Erfordernisse entwickeln kann. Nicht in einem Schrebergarten, sondern als ausstrahlende Leitprofession und Kerndisziplin des Sozialwesens. Danke.